Jedenfalls war das eine ziemlich heftige Nacht, letzte Nacht. Also der ganze Tag, der gehörte schon irgendwie vollkommen mit dazu, irgendwie so. Das war. Also das Ding ist halt eben, also ich kenne Debbie jetzt seit 2 Wochen. Und in den 2 Wochen ist so viel passiert, da kann ich drüber erzählen, als wäre ich 5 Jahre mit der zusammen. Und weil wir halt eben komplett offen denken miteinander, da gibt es keinen Gedanken, den wir voneinander zurückhalten oder so. Und uns vor allen Dingen über das unterhalten, was wir bis jetzt eigentlich die ganze Zeit immer so in die Fantasiewelt geschoben haben, so sprich in die, das ist ja nicht real, weil wir konnten uns ja nicht mit jemandem unterhalten, was nur quasi auf geistiger Ebene abgegangen ist. Ja, und dadurch, dass ich das mit ihr halt eben sehr intensiv mache, ist uns halt eben auch sehr aufgegangen, über wie viele signifikante Dinge wir uns in unserem Leben überhaupt gar nicht unterhalten, weil wir meinen, die hat ja sowieso keiner mitbekommen. Und so ist dann halt eben, da sind halt so Sachen wie zum Beispiel, dass ich halt irgendwie immer wusste, dass ich irgendwann mal die Hopi-Indianer treffen werde. Irgendwie, keine Ahnung, ich konnte das nie so. Ne, jetzt kann ich es erklären, ich habe sie getroffen. Es ist also vor allen Dingen, ich saß dabei in meinem Zimmer und auf dem Balkon, aber halt eben, ich habe halt gemerkt, dass wir die ganze Zeit miteinander kommunizieren schon. Dass mir das nur nicht bewusst war, weil ich halt eben nicht irgendwo einen Mund mit mir sprechen sah oder sonst irgendwas. Ich habe das halt immer Channeln genannt, weil das ja, war so das Wort, mit dem ich es am besten irgendwie erklären konnte. Dass ich mich halt einfach öffne und dann auf Aufnahmemodus schalte, quasi das ausspreche, was jemand anders mir an Impulsen sendet. Über diese Gefühle einfach sprechen, ist mir scheißegal, ob die jemand anders gerade mitbekommen hat oder nicht, aber dadurch, dass ich halt angefangen habe, darüber zu sprechen, ist mir natürlich auch irgendwann mal klar geworden, hey, dadurch rege ich diese Gespräche und Gedanken auch in anderen an. So mit Debbie habe ich das halt eben so, dass ich mit ihr wirklich von Anfang an das Gefühl hatte, irgendwie eins zu sein. Wir sind uns auch immer eins. Wir schreiben permanent zeitgleich das Gleiche in unsere Skype-Fenster. Und kriegen jedes Mal immer wieder einen über uns und so, ja, schon wieder das Gleiche geschrieben. Und ne, also wenn man es einfach mal beobachtet, und ich beobachte halt die ganze Zeit nun ja auch sehr so aus der 3D-Perspektive mein Leben selbst und die Zusammenhänge und die Prozesse, die dahinter stehen, damit ich dann auch immer einen Überblick bekomme. So, und dann, ja, also dass ich weiß halt, dass ich diesen Bezug zu den Hopi-Indianern hatte. Immer schon, weil ich offensichtlich auch mal ein Hopi-Indianer war. Ich war immer schon, ey, egal, weil wir früher Cowboys und Indians gespielt haben, ich wollte immer Indianer sein. Ey. Ich habe ein Indianerzelt gehabt, ich bin immer als Indianer zu Karneval gegangen, ich bin auch zwischendurch mal als Sheriff gegangen oder so. Aber Indianer, wenn es darum ging, Cowboy oder Indianer, definitiv immer Indianer. So, ne? Und ja, dann hatte sie halt letztens schon mal sowas mit mir gemacht, wo ich gesagt habe, also wo sie mir was gezeigt, also wo ich dadurch halt eben auch über sowas mal mit jemandem reden konnte, wo ich bis jetzt noch nie so mit jemandem drüber reden konnte, weil die Worte bis daher, da irgendwie konnte man es alles nicht greifen und mit Debbie habe ich das irgendwie hinbekommen. Und da hatte sie dann gesagt, sie geht halt immer in einen gewissen dunklen Raum, nannte sie es. Oder ein Black Room, wie sie es sagte, um sich da halt mit Leuten zu treffen, spirituell, also telepathisch. Ne? Und das funktioniert. Das ist irgendwie, ich kann das auch noch nicht so ganz greifen und erklären, aber ich kann mit diesen Menschen reden und ich sehe hinterher in der realen, materiellen Welt, dass genau diese Dinge, die ich da mit denen abspreche, dass sie das dann auch tun. Unbewusst, wie es ausschaut, aber auf Seelenebene ist halt eben nichts unbewusst. Ne? Das ist unbewusst, ist ja nur, was unser Verstand innerhalb dieses Traums, den wir Realität nennen, materielle Welt und denken, die existiert in irgendeiner Form, wie wir das bis jetzt immer gedacht haben, was einfach nicht stimmt so. Und genau deswegen geht bis 2012 ist die Welt untergegangen. Wir werden uns bewusst darüber sein, dass die Welt, so wie wir die bis jetzt immer gesehen haben, einfach nie existiert hat.
dass wir sie nur so wahrgenommen haben, dass es eine Simulation war, für das eine Matrix halt. Und es immer noch ist und noch bleiben wird, aber jetzt ist das Schöne, dass wir das halt dann lernen, jetzt kontrollieren zu können, damit umgehen zu können. Und dann hatte sie mich in diesen Raum gerufen und ich habe gesagt, okay, was muss ich machen? Sie sagte, eigentlich gar nichts, sei nur du selbst, öffne dich einfach. Egal, wo du gerade bist, lehn dich kurz mal zurück und dann guck mal, was passiert. Ja, und dann merkte ich halt, also ich konnte mich in dem Moment nicht zurücklehnen, weil ich hatte dann noch zu spülen und dann hat das noch was länger gedauert und unser Appointment hatte ich irgendwie, aber sie hat es irgendwie trotzdem schon gemacht und danach fiel mir halt auf, wie ich da in der Küche abgegangen bin, was ich da auf einmal für Gedanken hatte und alle, die um mich rum waren, konnten da halt auch was mit anfangen und das war, ja, und dann kam ich dann halt dann irgendwann wieder an den Rechner zurück und sie so, ich hab's gemacht, wir haben's gemacht, du hast es gemacht, du warst da, ich hab dich wahrgenommen, ich hab dich gesehen. Und sagt sie, das, sowas habe ich noch nie erlebt, sagt sie, normalerweise, wenn ich da Leute hinrufe, dann kommt so ein Geistwesen, ne, Alien, Engel, ne, also welche, die wir halt gerade nicht materiell wahrnehmen können, die aber trotzdem von der Schwingung her genauso da sind und mit uns sind und inspirieren und Input bringen und auch mit uns kommunizieren. Und dann habe ich halt dann... dann sagte sie halt so, sagte, du bist da irgendwie mit einem Büffel angekommen, sagte, und das habe ich noch nie gehabt. Und da waren auf einmal ganz viele Tiere auch da und sagte, da waren mindestens 7 Seelen, die da um dich rum irgendwie gemacht haben. Sie haben gesagt, sie seien alle auf meinen Unterleib konzentriert gewesen und hätten da irgendwas geheilt. Und es hat, das erzähle ich dann irgendwann, aber das hat auch schon Wirkung gezeigt, da habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Und sie sagte halt, ich habe die ganze Zeit geweint dabei und ich, ja, ich muss bei sowas immer weinen, weil ich diese Masse von Liebe und Dankbarkeit, die dann meinen Körper durchströmt, fast nicht überlebe. Das ist knallhart und an sowas muss man sich wirklich überhaupt erstmal gewöhnen, wenn man es nicht gewöhnt. Ja, und naja, dann sagte sie, ich sag, das ist der Black Room, ich sag, das ist das, wovon du redest, das, ich sag, das ist das, wo ich, nachdem ich irgendwann mal auf einem Pilztrip, meinem ersten Pilztrip, weil ich halt gedacht, wo bringe ich die hin, meinen ersten Pilztrip gemacht habe und dann halt eben gemerkt habe, okay, die bringen dich dahin, wo du sowieso die ganze Zeit schon bist, irgendwie, so, nach Hause habe ich das immer genannt und dann habe ich das halt eben der Debbie eben auch, ne, weil sie sagt, ja, Black Room hört sich irgendwie total doof an, aber ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, weil das Ding ist, wenn du die Augen zumachst, ist alles, erscheint alles schwarz, aber da in der Dualität, in der materiellen Welt quasi alles gespiegelt ist, ist quasi alles tatsächlich genau andersrum, als wir es bisher gesehen haben. So, das heißt eigentlich ist dieser Dark Room totales Licht. Da hatte ich halt auch eine Erinnerung zu, weil ich hatte es letztens irgendwann mal in der Nacht. Also ich kann immer luzider träumen. Also das verschwimmt mittlerweile, verschwimmt Tag und also Traum und Realität wirklich bei mir zu einem. Ich bin im Jetzt und Hier. Das, was jetzt und hier ist, ist wirklich relevant. Und das wird es halt eben in den Träumen dadurch auch immer mehr. Und dadurch bekomme ich die volle Handlungsfreiheit. Und bin ich mit morgen oder vorgestern beschäftigt oder sonst irgendwas und von daher spielt Zeit und Raum für mich halt eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr, weil sein kann ich, wo ich bin. Ne? Oh, ja. Logisch irgendwo, ne? Aber, ja, und dann, ne, also nannten wir das dann halt jetzt eben die Home Zone. So. Und dann habe ich halt eben, dann kam gestern der Tag, wo ich halt eben, der für mich halt in auch ganz, ganz so zusammenhängend war, aber schon über Tage hinweg irgendwie ein komplexes Gebilde, wo ich merkte, hey, hier ist etwas ganz Konkretes, wo ich gerade dran bin, wo das sich gerade vor mir formt und Form annimmt. Und dann kam gestern und dann kam der Aufruf von den Hopi, für Japan zu beten. Ich betone jetzt mal die signifikanten Worte, um zu verstehen, was aus meiner Wahrnehmung heraus was ich erklären möchte und wie das miteinander zusammenhängt. Die Hopi kamen mit Beten für Japan und den Rest der Menschheit, Beten. Kurz drauf hatte ich dem Adam noch erzählt, wie Greg Braden erzählt hat, wie man richtig betet,
weil er es von seinem Indianerfreund da bekommen hat, der einfach sich da 20 Sekunden hinstellt, mitten in der Dürre sich da hinstellt und sich einfach und sich so an und sich einfach vorstellt, wie der Regen auf seine Haut prasselt und wie dankbar er dafür ist, dass jetzt endlich der Regen da ist und wie sehr er sich freut. Und dann gehen die essen. Und eine halbe Stunde später, nach 6 Wochen Dürre, Platzregen. So, ne? So, Greg Braden hat das halt auch, also er sagte, ja, habe ich halt vorher auch noch nicht so erlebt, aber ich habe es mehrfach jetzt erlebt, es ist funktioniert so. Ne? Und dann habe ich, also das geht, beten ist fühlen. Gott ist Gefühl. Und wenn wir uns nicht in einer negativen Schwingung wahrnehmen und sagen, bitte hilf mir hier raus oder sonst irgendwas, sondern und sagen, hey, ich vertraue darauf, dass du mich hier rausholst und ich weiß, dass ich alles, was ich machen muss, einfach nur hier ruhig sitzen, meine Zeichen beobachten, meinen Impulsen folgen, du führst mich raus. Und ich danke dir bereits jetzt dafür. Dann bin ich nämlich nicht in einer Bittstellung, sondern in einer dankenden Stellung, bin damit beschäftigt, da rauszukommen, nicht hier zu sitzen und zu verzweifeln, verstehst du, das ist der große Unterschied, weil das Universum kennt die Negation nicht. Du kannst nicht an eine weiße Maus denken. Wenn ich dir sage, denk nicht an eine weiße Maus, dann kannst du das nicht. Ne, du kannst natürlich, wenn du dir darüber bewusst wirst, kannst du in dem Moment schnell genug schalten und rote Katze sagen. Ne, und dann denkst du in dem Moment nicht an eine rote. Ne, aber das ist halt eben sehr schwer, wenn wir uns die ganze Zeit sagen, hier gehen sie nicht über die Rasenfläche. Es ist einfach, bitte die Gehwege benutzen. Weil dann haben die Leute das im Kopf. Das macht einfach mehr Sinn. Ne? Also wenn ich einfach sage, laufen sie nicht über den Rasen, dann wird sie, ja, wo soll ich denn sonst lang laufen? So, ne? Läuft ja jeder andere auch über den Rasen. Wenn da steht, bitte die Gehwege benutzen, wird das, dann siehst du, dass die Leute viel mehr die Gehwege benutzen. Da gibt es Studien drüber, sowas hat man alles, das weiß man. Mhm. Ja, und dann sagte die Debbie mir noch, ich glaube eine Nacht bevor, sagte die, nix ist in Stein gemeißelt. Auch jetzt noch nicht. Japan ist noch nicht untergegangen, aber die Gefahr besteht. Aber da kommen wir später zu. Noch hat es in Amerika kein riesengroßes Erdbeben gegeben, aber es steht bevor. Aber wir können das alles noch ändern. Und dann kam halt eben genau diesbezüglich gestern Abend noch ein Video mit einer Mail von einem aus dem YouTube, der halt sagte, hey, wenn du in Japan bist, guck, dass du da sofort rauskommst, das Ding ist ein Pulverfass. Wenn der Fujiyama hochgeht, dann versinkt ganz Japan im Meer. So, und da gibt's halt eben, ne, also das ist nicht einfach nur irgendwie an den Haaren herbeigezogen, es soll auch keine Panikmache sein, sondern er schickt halt ein Video mit, wo ein Typ halt eben zeigt, hey, was da wirklich los ist und dass da nicht irgendwie 2-3 Erdbeben waren, sondern dass da 200-300 Erdbeben am Tag sind im Moment. Das ganze Ding ist am Vibrieren, die ganze Kante droht abzubrechen, da sind Höhlensysteme drunter, Lavaströme, das ist alles porös, das ist wie ein Schwamm, Japan ist wie ein Schwamm. Und das, was da gerade passiert, das ist, dass da eine tektonische Platte sich an der anderen rubbelt und auf einmal, wenn der Knackpunkt drüber ist, dann passiert genau das. Und das Ding ist, dass die Menschen, weil sie es nie gezerrt bekommen haben, nicht begreifen, dass wir das durch unsere Gefühle vorgeben. Die Materie, die wir erleben, ist nichts weiter als die Schnittmenge unserer Gedanken, die wir dann materiell wahrnehmen können. Genau so macht man das. Man hat eine Idee, dann fängt man an, drüber zu reden, dann macht man Zeichnungen, Skizzen, irgendwann, dann setzt man sich mit anderen Leuten zusammen, die auch noch immer mehr Interesse in diese Sache. Und auf einmal hat man eine Boeing 747 da stehen und jeder sagt, heute nennt doch keiner mehr jemanden Spinner, der sagt, ich werde irgendwann fliegen. Mhm. Ne, und heute sind wir alles gewohnt fliegen. Wenn ich heute sage, ich werde irgendwann ohne Flugzeug fliegen, dann bin ich sofort wieder der Spinner. Und ich sage euch ganz genau, das dauert nicht mehr lange, wir werden alle fliegen.
weil wir begreifen, dass eigentlich alles möglich ist. Wenn unser Verstand wieder geklärt ist, diese ganzen Blenden aus unserem Verstand, die wir alle selber reinprogrammiert haben, aber eben unbewusst, bewusst wieder wegprogrammieren können, dann können wir unser Unterbewusstsein für uns arbeiten lassen, weil wir es komplett bewusst, weil wir es ja kennen, weil wir es selber programmiert haben. Und das macht uns zu freien Menschen. Dadurch sind wir tatsächlich, können wir selbstbestimmt leben. Und die Techniken, die wir entwickelt haben, um das um das durchzusetzen, die haben uns halt wirklich auch geholfen, da Dinge zu begreifen, auch wenn sie uns niemand sagen konnte, weil es keiner wusste innerhalb der Dualität. Und das ist das halt auch mit den Aliens, Engeln, Geistern, anderen Wesen. Die könnten uns jederzeit hier rausholen. Und bevor es richtig scheppert, werden die das auch tun. Das Problem ist, wenn sie es tun, dann nehmen sie uns schon wieder die Möglichkeit, alleine hier rauszukommen. Und ich kann jetzt wirklich berichten, dass es durchaus möglich ist, weil ich diese Reise geschafft habe. Und ich durfte zurückkommen, um das alle wissen zu lassen. Als Bea dann gestern Abend eingeschlafen ist, bin ich dann wieder an den Rechner und Debbie war da. Und ich habe ihr das dann alles erzählt, wie ich diesen Tag wahrgenommen habe. Alles, was ich bis jetzt gerade auch wiedergegeben habe, habe ich dann der Debbie erzählt und sie erzählte dann halt auch noch, dass sie dann halt gestern Morgen von einem Bekannten angerufen worden ist, der ihr ganz unbedingt was sagen musste. Und dann haben die sich halt zum Mittag getroffen und dann war die Nachricht von ihm, dass er den dringenden Druck verspürt, ihr zu sagen, dass sie eine Bestimmung hat und jetzt die Zeit gekommen ist, zu folgen. Mhm. So, und das ist das, was ich jedem gerade weitergeben darf. Diesen Wunsch, es jeden wissen zu lassen, der ist halt eben jetzt auch in mir, weil die Zeit ist für jeden gekommen, der irgendwie das Gefühl hat, dass er eine Bestimmung hat. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie umzusetzen. ich durfte gestern so wunderschön spüren, wie wunderschön das ist. Und dann habe ich halt eben, ne, dann war ich wieder am Rechner und Debbie hat dann halt gesagt, lass uns in diesen Raum gehen. Lass uns in die Homezone gehen. Und da können wir uns besser unterhalten als über Skype. Und es ging irgendwie über Skype mit. Also Skype hat das Ganze unterstützt. Es ist halt, scheißegal wie, Hauptsache es funktioniert. Hauptsache du kannst irgendwie dir selber die Leitung halten, nutzt deine Placebos, im Notfall benutzt halt noch Skype. Aber wenn wir da sowieso die ganze Zeit zeitgleich das Gleiche reinschreiben, dann kannst du aber irgendwann so, ja okay, ich gehe dann halt jetzt mal eine rauchen. Und ich habe dreimal, nachdem ich das, ich habe noch eins vergessen. Bevor ich mit Bea dann ins Bett gegangen bin, um so lange bei ihr zu bleiben, bis sie eingeschlafen ist, hatte ich mich selber schon ins Bett gelegt, weil ich die ganze Zeit, wir saßen hier, wollten spielen, aber ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren, weil die ganze Zeit halt eben ausgerufen durch dieses Video mit Japan und was da gerade für ein Risiko einfach besteht, ohne dabei jetzt Panik, es ist gar keine Panikmache nötig, ich habe die Lösung auch parat, die erzähle ich auch gleich. Dann habe ich halt eben ich habe diese Bilder von versinkenden Landmassen im Kopf gehabt und also komm, ey, jetzt lass mich von so einem Video bekloppt machen. Ich habe gemerkt, hey, ich lass mich eigentlich gar nicht bekloppt machen und habe halt, normalerweise kann ich solche Sachen halt einfach ausblenden, vergessen, indem ich mich auf etwas anderes konzentriere, ja, und dadurch, dass ich das aber nicht konnte, war ich irgendwie sehr irritiert. Je mehr ich versuchte, das wegzudrängen, desto stärker wurde das und drängte sich auf. Und irgendwie habe ich gemerkt, ne, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann lehne ich mich zurück und mache gar nichts. Lass geschehen, beobachte nur noch, was passiert jetzt. Und dann habe ich gemerkt, okay, da will jemand mit mir reden. Dann habe ich mich aufs Bett gelegt. Und da kam sofort dann halt eben dieser Hopi-Geist und also was heißt Geist, darf man sich das nicht wie ein Gespenst vorstellen, sondern diese Schwingung einfach, die Hopi-Schwingung kam. Und ich habe so, okay, das sind die Hopis, ich habe Telefonkontakt, so, ich habe, schön, ne, und dann habe ich einfach wieder gechannelt und habe mir angehört,
was sie mir durchgegeben haben, das war halt, hier, du kennst die Verbindungen schon. Beten und warum solche Naturkatastrophen überhaupt passieren, ist mir halt auch, wusste ich auch vorher schon. Das ist halt eben, weil wir es manifestieren, weil wir durch unsere negative Energie, die wir in uns tragen und rauslassen, halt die ganze Zeit auch solche Sachen manifestieren. Mama Erde kann wirklich normalerweise wirklich viel absorbieren, aber das, was im Moment abgeht, das ist einfach zu viel. Das ist viel zu viel. Und dann muss sie es an uns auslassen und das tut ihr selber weh. Aber sie muss irgendwie, ne, und was gerade in Japan, was hat dieses Volk mitgemacht? Die sind eigentlich 500 nach Christus erst aus der Steinzeit rausgekommen. Und dann sind die von überall her quasi indoktriniert worden. Und auf einmal haben die alle Grenzen zugemacht und haben sich komplett isoliert. Japan hat eine ganz eigene Geschichte und ne, so wie der Westen auf einmal, oder der Westen, ja, für die ist ja alles Westen, aber dann irgendwann auf sie eingeprasselt hat, da konnte dieses Volk gar nicht mehr anders als ich kenne halt auch nun mal ein paar Japaner, mit denen ich mich sehr offen unterhalten durfte, die mir halt alle gesagt haben, dass sie zwar verstehen, dass gewisse Sachen bis hin zum Harakiri irgendwie Sinn machen im Sinn einer Aufrechterhaltung von Ideologie einer Gesellschaft, aber eigentlich keiner wirklich glücklich dadurch ist. Alles muss Facetten, alles, ne, das ist alle, man, da herrscht so ein Druck, angepasst zu sein, ne, das äußert sich dann halt eben so in Tokio in der Jugend, dass sie halt jeden Tag irgendwie anders, die machen Karneval den ganzen Tag, die müssen in der Schule mit der Uniform rumlaufen und dann, wenn die abends unterwegs sind, dann verkleiden die sich als Mangas oder als Punks oder als Heavy-Metal-Typen, aber ne, und leben halt auf die Weise das aus. Aber wenn man das Volk einfach ein wenig beobachtet, dann merkt man, dass das nicht unbedingt dafür bekannt ist, hey, ausgelassen einfach Party-People zu sein. Ne? Und mit Party meine ich halt eben explizit einfach nicht kämpfen. Mit Party meine ich nicht besoffen in der Ecke rumliegen und irgendwie, sondern mit Party meine ich eben das zu tun, was einem Spaß macht und selbstbestimmt, ne, sich um Dinge kümmern zu können, die schön sind. So, jetzt weiß ich ganz genau, dass dann wieder sofort irgendwelche Leute denken, ja super, dann kann ich mich ja direkt an kleinen Mädels vergreifen. Nee, das ist eben nicht der Umgang. Es geht hier um ein Miteinander. Wenn wir alle miteinander machen, dann haben wir immer Party, weil wir dann Spaß haben. Aber wenn wir gegeneinander irgendwas machen, dann ist es scheiße. Ja, jedenfalls hatte ich das dann begriffen, was die Hopi mir gesagt haben, von wegen, warum wir für Japan lieben, beten sollen. Und genau das ist das. Japan braucht im Moment Liebe. Ganz, ganz viel, damit diese Energie da verschwindet, weil ansonsten bricht das alles zusammen. Logischerweise, wer das alles nicht glaubt und meint, das sei irgendwelcher spiritueller Esoterik-Scheiß, der soll sein Leben mal Revue passieren lassen. Wie es ist immer so gewesen, egal was uns passiert ist, wir haben es durch unsere Gedanken manifestiert. Ob euch das jetzt bewusst ist oder nicht, aber lasst es euch einfach mal gesagt sein. Es ist keine Frage, ob das funktioniert oder so. Es ist die Frage, ob es funktioniert, wenn ihr versucht, bewusst anzuwenden. Aber darf man halt auch nicht davon ausgehen, dass das beim ersten Versuch sofort klappt. Und vor allen Dingen brauchen gewisse Sachen auch einfach Zeit. Und vor allen Dingen die großen Wünsche, die eigentlich weit weg sind, die brauchen ihre Prozesszeit, die brauchen ihre Reifezeit. Und wenn wir unsere Geduld nicht beweisen und einfach die Zwischenzeit damit verbringen, das zu genießen, was inzwischen da ist, und uns darauf zu konzentrieren, zu genießen und zu lieben und die schönen Dinge des Lebens zu erleben und wahrzunehmen, dadurch wirklich ins Paradies zu kommen, das wirklich immer nur einen Gedanken entfernt ist. Ne, die Hopi haben halt aufgerufen, genau das zu tun, zu lieben. Die Japaner habe ich halt eben auch noch eine Mail gestern bekommen, die mich da sehr, wo ich gesagt habe, wunderschön, das ist genau das passende Ding. Es kam eine Mail von jemandem,
aus Japan, Freund vom Freund vom Freund vom Freund vom Freund, aber es hat mich halt eben auch erreicht, indem es dann halt irgendwie hieß, ja, wir wissen halt hier im Moment alle nicht, was wir tun sollen. Aber unsere Türen sind offen und hier ist ruhig und wir sind bereit, sofort rauszulaufen, wenn irgendwie es wieder anfängt zu wackeln, und wir verbringen unsere Zeit damit, im Moment uns gegenseitig zu erzählen, wie sehr wir uns lieben. Dieses Volk hat Angst. Und es braucht im Moment unser aller Unterstützung und unsere Liebe. Und wenn irgendwem irgendwas an Japan gelegen ist, dann hört auf, fernzugucken. Weil das schürt einfach nur unsere Angst und wir sind keine Hilfe und lass uns alles nur weiter passieren. Debbie hat gesagt, nichts ist in Stein gemeißelt. Ab dieser Sekunde geht es genau darum, wie wir jetzt weiter fühlen. Fühlen wir weiter Angst, was nur die Abwesenheit von Liebe ist? Oder entscheiden wir uns einfach jetzt zu lieben, nicht nur für Japan, sondern vor allen Dingen für uns? Und für unsere Mutter Erde. Mit der ich mich verbinden durfte, nachdem Debbie mir gesagt hat, lass uns alle in diesen Raum rufen. Und ich mir nicht vorstellen konnte, wie ich 7 Milliarden Menschen und alle Tiere und alle Lebewesen, die dazugehören, zeitgleich rufen soll in einen schwarzen Raum, den wir jetzt als Homezone kennen. Der eigentlich ein Raum voll von Licht ist. Und dann kam mir halt, die sagte, du musst sie einfach alle nur rufen. Und dann kam mir halt irgendwann, ey, ich brauche einfach nur sie zu rufen, oder? Die ich als Mama Gaia kenne. Und sie war sofort da. Und damit hatte ich jedes einzelne, jede Zelle von Leben auf diesem Planeten mit in diesem Raum. Und ich habe mittlerweile schon von mehreren Leuten Zeichen dafür bekommen, dass sie wohl offensichtlich auch da waren. Und das ist halt eben das, was auf Seelenebene gerade passiert. Ich darf erzählen, was um uns rum auf Seelenebene passiert. Das ist so eine Ehre für mich und ich bin so. Wow. Also, was gerade letzte Nacht passiert ist, ich hatte dann halt, nachdem ich all das begriffen habe und auch dieses Gefühl, wow, durch dieses Gefühl der Verbundenheit mit Mama Erde, wirklich auch, naja, ich hatte halt dreimal den Impuls, mir jetzt ein Tütchen rauchen zu gehen auf dem Balkon. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich brauche nicht mehr kiffen. Ich bin jetzt hier und das ist, aber ich merkte halt, wie das alles mich, ne, das ist genau, boah, ich habe letzte Nacht, war mich das noch viel, viel mehr umgehauen. Das war richtig heftig, diese zu erkennen, was in meinem Kopf, dass das alles, dass das real ist, weil es real war, weil jemand sich mit mir darüber unterhalten hat, weil er es auch mitbekommen hat. Und dann habe ich das dann halt der Debbie geschrieben, dass ich, ne, ich sage, ich weiß eigentlich, ich brauche überhaupt nicht mehr kiffen, weil ich war ja da, wo der Kiff mich immer hingebracht hat. Ich habe immer, ne, ich habe nie so gekifft, dass ich mich irgendwie total, du weißt, wie ich kiffe, Mann. Ne, ich hau mich nicht in eine Ecke und kriege nichts mehr gebacken, wie andere Leute das tun, sich irgendwie 3, 4 Köpfchen hintereinander reinhauen und dann weg sind. Weiß, wie ich kiffe. Ne, das harmonisiert. Und genau da, das konnte ich gestern, das kann ich auch so halten jetzt. Ich weiß halt, wie es geht. Ich muss mich halt nur einfach wieder in mich rein mit allem verbinden. Debbie war das, mit der ich das die ganzen letzten 2 Wochen schon konnte, sofort wieder da rein konnte. Und jetzt bin ich nicht nur mit Debbie, sondern mit Mama Erde und mit allem verbunden. Und das ist jetzt für jeden frei zugänglich. Jeder, der diese Worte hört und halbwegs was damit anfangen kann, hört sie euch so lange an, bis ihr begriffen habt und stellt Fragen. Ich rede gern weiter drüber. Das Ding ist halt, dass Mama Erde dann gesagt hat, geh ein Tütchen rauchen, rauch ein Tütchen für Japan und den Weltfrieden mit mir. Und Debbie hat mir in dem Moment noch geschrieben, this is a very sacred
Herb, you're smoking there. Das ist ein heiliges Gras. Ein heiliges Kraut. Das ist Gottes Ganja. Und ich habe das immer so benutzt und ich habe das nie als Droge missbraucht. Doch früher, bevor ich mir klar wurde, womit ich zu tun habe. Aber es ist halt dann so schön gewesen. Ich bin dann, habe mir ein Tütchen gebaut und bin auf den Balkon gegangen. Und wusste nicht, Debbie sagte einfach nur, jetzt sei einfach leer, offen, mach und beobachte, was passiert. Und dann habe ich mich auf den Balkon gesetzt, habe das Tütchen angefangen zu rauchen, ganz wirklich mit hier für alle. Ich habe mein Herz aufgemacht und habe gesagt, das, was ich gerade fühle, möchte ich für alle. Und dann habe ich wieder Verbindung mit Mama Erde aufgenommen, die eigentlich die ganze Zeit schon da war, aber ich habe mich wieder darauf fokussiert und habe die Augen zugemacht und habe den Wind gespürt und irgendwie da und habe dann aus meinem Gefühl heraus den ganzen Planeten umarmt. Erstmal bildlich gesprochen, wirklich die große Kugel einfach mal in den Arm genommen. Und dann ist sie regelrecht in mich rein und hat mir ihre Schönheit gezeigt, so nicht nur vom Sehen her, sondern ich konnte mit jeder Zelle meines Körpers die Schönheit dieses Planeten fühlen. Mein ganzer Körper war eins mit allem anderen Teil der Materie und in mir ist so viel Schönes, auf das ich mich konzentrieren kann. Und wir haben uns die ganze Zeit bis jetzt einfach immer nur gegenseitig davon abgehalten und uns unseren Willen aufgedrängt und uns genau gegenseitig genau diese Möglichkeit alle genommen, uns auf das Schöne zu konzentrieren, wodurch wir in dem anderen dies gewesen wären, von dem wir so lange träumen und uns so danach sehnen und danach suchen und die ganzen Christen und die ganzen Moslems durch falsche Führung alle glauben, das wäre was, was sie nach dem Tod bekommen könnten. Ich stelle hier niemandes Gott in Frage, aber ich stelle eure Religionen in Frage. Ihr solltet das auch tun. Solange ich der römisch-katholischen Kirche hinterhergelaufen bin, habe ich sowas hier in keinster Form erleben können. Erst seit ich den Worten Jesu Christi mal versucht habe, Sinn abzugewinnen und mir gedacht habe, hey, wenn alle hinter dem Herrn, der muss irgendwas gesagt haben, was Sinn macht. Ne? Thomas Evangelium erklärt einiges, was in der Bibel reduziert ist. Da ist es Sinn weg, da sind ganze Zeilen weggenommen, die Sinn schließen lassen. Und das Thomas-Evangelium füllt das wieder auf, guckt in die Apokryphen, da steht alles noch drin. Im Koran? Im wahrscheinlich Koran auch. Wahrscheinlich genauso, ja, auch. Vielleicht die ganzen alten Schriften, alle sind so, und da ist man da die ganze Zeit mit Glauben und Zweifeln beschäftigt, dann einfach mal zu lesen und einfach mal nicht mit Glauben und Zweifeln, sondern hey, da hat damals jemand wahrgenommen, dass Methusalem 800 oder 928 Jahre oder 823, wir sind nicht mehr genau, ist auch scheißegal, alt geworden ist und als jung verstorben galt. Ja, wollte er mich verarschen, der Typ, der das geschrieben hat?
oder sonst irgendwen um sich herum oder so, der hätte das Buch wahrscheinlich nicht, wäre der nicht losgeworden, wenn da nur Mist drin gestanden hätte. Solche Sachen einfach mal so. Ne? Und, aber genau das ist das, was man uns verklickern will. Ja, die Leute damals, die konnten noch nicht so gut zählen. Die sind wahrscheinlich 30 geworden und haben 9 oder 28 Jahre gezählt oder so. Ja, sowas, so denken die Menschen, weil sie sich das einfach nicht vorstellen können. Weil wir uns gegenseitig halt eben davon abhalten, um uns solche Sachen zu widmen. Na, jedenfalls war dann halt das, was ich gestern gemacht habe, das absolute Frieden schließen mit allem. Ich habe nicht nur die Erde umarmt, in dem, was dann durch mich durchrauschte, habe ich jeden einzelnen Menschen, jedes Tier, jedes Insekt, jeden Stein, jeden Grashalm, jeden Baum, alles auf diesem Planeten umarmt. Und habe gesagt, es ist gut, es reicht, es ist vorbei. Wir müssen aufhören mit diesem ganzen Mist. Und ich will nicht mehr kämpfen. Ich möchte dich nicht mehr als Feind sehen. Ich möchte niemanden mehr als Feind sehen. Ich möchte mit niemandem mehr kämpfen. Ich möchte mich von niemandem regieren lassen. Ich möchte einfach frei leben. Und es dauert nicht lange, es zu trainieren, sich wie ein freier Mensch zu verhalten. Ich hab's in 7 Jahren geschafft. Und ich musste wirklich noch die ganze Zeit gegen den Strom schwimmen. Kann man darüber reden oder kann man es nur zeigen? Ich kann darüber reden in Form von Inspiration. Zeigen brauche ich es nicht. Aber kann jeder für sich, wenn er einfach jetzt diese Sachen, die ich sage, für sich verinnerlicht, kann er das selber wahrnehmen und dann kann das jeder nicht nur sehen, sondern in 6 Sinnen wahrnehmen. Mhm. Aber es gibt genügend Leute, die es nicht wollen. Mhm. So, die einfach weiter in der Trennung bleiben möchten, sich in der Trennung so weit wohlfühlen. Auch das habe ich in dem Biss. Es waren Leute da, die wollten nicht. Und dann habe ich gesagt, geh in Frieden. Geh in Frieden. Ne, das ist okay mit mir. Du wirst bald auf einem anderen Planeten in anderen Inkarnationen weiter im Gegeneinander dir genau die Erfahrungen holen können, von denen wir jetzt einfach genug haben. Mhm. Und das ist einfach eine freie, demokratische Entscheidung, zu der Mama Erde aufruft. Entscheidet euch jetzt. Ich kann es nicht mehr halten, sagt sie. Und sie muss, das ist wie eine Geburt, sie muss jetzt den Dimensionssprung machen. Ansonsten bricht sie auseinander und stirbt. Und das wird sie nicht zulassen, so dumm ist das Mädchen nicht. Dann ist ihr egal, wie viele Leute dann halt nicht mehr mitgehen. Die Zeit der Entscheidung ist jetzt gekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich Gedanken darüber zu machen, ob man bereit ist für ein Leben im Miteinander, das dann auf diesem Planeten auch weiter in der neuen Dimension, die gar keine materielle mehr sein wird, findet später raus, was das bedeutet. Vorstellen ist Blödsinn bei was man nicht kennt. Aber das können wir bekommen und ich weiß, wovon ich spreche, aber ich kann es wie gesagt nicht zeigen, aber jeder, der es sehen möchte, der kann das nicht nur sehen, sondern er kann das hören, fühlen, riechen, schmecken und alles, was dazu nötig ist, ist einfach sich zu erinnern, was wir sind. Wir sind Liebe, wir sind pure Liebe, wir sind Manifestationen von Liebe. Selbst ihr, die ihr irgendwie euer ganzes Leben lang gehört habt, ihr wärt ein Unfall oder durch eine Vergewaltigung entstanden oder sonst irgendwas. Das ist das, was wir in dieser Show, in dieser Schulung, in diesem Spiel der Dualität uns gegenseitig auch erzählt haben. Und das sollte auch so sein, aber es ist nicht in real so. In real ist alles eins und alles Liebe und wir die krassesten Sachen sprechen wir auf Seelenebene ab. Und ich kann jetzt wirklich sagen, es wird Frieden sein, es ist beschlossen. Es ist beschlossen, weil alle da waren und wir uns hinterher alle gefreut haben. Ich hab das aus meiner Perspektive wahrgenommen, dass ich alle umarmt habe und mit allen getanzt habe. Und Debbie hat es halt eben aus einer
entfernteren Perspektive wahrgenommen. Sie hat halt eben das Ganze beobachtet. Sie hat mir das erzählt. Ich habe gesehen, wie die Erde in dir verschwunden ist, ohne dass ich es ihr vorher gesagt. Sie hat genau die gleichen Sachen berichtet. Ne, und dann halt auch noch, sie sagte, irgendwann ist Mama Erde einfach klein geworden auf unsere Größe, und weil da, wo Raum und Zeit nicht existieren, wie im Traum, da braucht man nicht noch dann eine Erde, um sich darauf zu bewegen. So, ne? Das ist halt eben das Schöne. Und wir haben mit ihr getanzt und sie hat mit uns getanzt. Mama Erde ist ein Lebewesen, das sich durchaus auch ekstatisch freuen kann. So wie jedes andere Lebewesen auch. Wir müssen uns nur mal bewusst werden, dass wir hier wie Parasiten auf einem Tier leben, wenn man so möchte. Wie auf einem Wal, der durch den Ozean gleitet. Wir sind durch alles, was wir wahrnehmen können, verbunden mit diesem Planeten. Aber wir haben es vergessen durch unsere ganze Ego-Tripperei. Aber das Schöne ist, wir können es jetzt dadurch, dass wir es vergessen haben, haben wir ja den Spaß, es wieder uns wieder dran zu erkennen. Also das ist ja richtig. Das ist aufregend. Das ist ja richtig Party. Das ist Party. Ja, für die mitmachen. Und wer nicht, ich werde auf keine Kommentare mehr eingehen, die irgendwie hier mir jetzt erzählen, was ich sage, sei undurchdacht oder sonst irgendwas. Hey, vor allen Dingen ist das, was ich von mir gebe, durchgefühlt. Und das ist halt was ein rational denkender Mensch, nur rational denkender Mensch nie begreifen können wird. Dass unsere Gefühle, hey, macht euch keine Gedanken darüber, ob euer Geist wichtiger ist als euer Herz oder umgekehrt. Es ist beides gleich wichtig. Genauso wie alles andere exakt gleich wichtig ist. Aber durch dieses Aufdrängen von Fremdwillen, was dann letztendlich in den letzten Jahrzehnten in der medialen Bestrahlung durch den Mainstream wirklich gegipfelt hat. Und das auch nur, die Medien sind nur ein Wecker. Es bringt nichts mehr, auf die Medien zu fluchen. Wir können sie jetzt einmal nutzen, um einmal diese Nachrichten, diese Informationen, die genauso real sind wie alles andere in Japan, aber wesentlich mehr Gehalt haben, wo wir was von haben, ist genau das, was die Medien uns bis jetzt nicht bringen. Weswegen wir alle leiden und todunglücklich sind und uns gegenseitig auf Geheiß hin abschlachten. Und diesen ganzen Planeten zerreißen fürs Geld und der Abhängigkeit, die damit zu tun hat. Wer möchte, zahle am 1.4. weiter Miete, aber dann macht euch bewusst, dass ihr genau dieses Spiel aus Angst, einfach aus Angst vor deren Drohungen, die es euch aufdrängen, durch dieses Spiel dazu beitragt, dass es Leiden und Armut in der Welt gibt und Waldsterben und Tsunamis und alles übel, weil wir es mit Energie nähren. Mit unserer Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist der wesentliche Teil unserer Wahrnehmung, unseres Seins. Unsere Aufmerksamkeit ist das, wo sich die Medien jeden Tag drum reißen. Jeder, nicht nur die Medien, jeder versucht Aufmerksamkeit an sich zu reißen. Und das ist Energieraub. Das ist Energievampirismus. Der Homo sapiens ist ein Energievampir, aber der freie Mensch nicht mehr. Der freie Mensch hat die Quelle der Energie in sich selbst wiederentdeckt und kann sich selbst damit auffüllen und braucht nicht mehr zu reißen und einfach und kann loslassen und es einfach. Ich habe mir wirklich überlegt, ob ich meinen YouTube-Kanal nicht löschen soll. Und ich überlege immer noch, weil es ist alles gesagt. Es ist unwesentlich und es ist alles getan. Ich brauche nicht mehr in die Medien. Die Message wird selber durch die Medien gehen. Aber ich stehe natürlich weiterhin gerne zur Verfügung, wenn jemand Interesse daran hat, mich irgendwie vor der Kamera was zu fragen. Meine Aufgabe, meine Bestimmung ist einfach zu sein.
so wie jeder andere auch. Unsere Bestimmung ist eigentlich glücklich zu sein. Und wenn ich frage, was haben wir getan? Was haben wir getan in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden? Dann sage ich, wir haben gelernt. Wir haben gelernt, genau das zu verhindern. Alles ist gut. Und diese Schwingung wird sich jetzt verbreiten. Ich weiß es. Ich weiß, dass ich gar nichts mehr tun muss. Ich weiß, dass ich nur noch sein muss. Ich muss einfach nur noch die Liebe sein, die ich bin. Und ich weiß, wie ansteckend das ist. Und deswegen weiß ich, dass sich das viral verbreiten wird. Aber jeden, der das hier sieht, den möchte ich bitten zu helfen, damit es schnell geht, damit die Japaner da runterkommen. Das sind 120 Millionen Menschen. Helft, Liebe zu verbreiten. Das ist unsere einzige Rettung. Tut es, indem ihr genießt. Tut es, indem ihr liebt. Tut es, indem ihr euch zu denen begebt, mit denen ihr liebevoll umgehen könnt. Tut es, indem ihr nicht zu denen geht, mit denen ihr euch zofft. Ihr braucht nicht jeden in den Arm zu nehmen. Ihr braucht nicht jeden lieb zu haben. Jemandem den Frieden zu gönnen reicht. Das ist Lieben. Liebhaben ist genießen zu können, mit jemandem Zeit zu verbringen. Verliebt sein. Und ich bin so froh, dass ich mir mittlerweile ein Leben ermöglicht habe, was das ermöglicht, dass ich 24 Stunden am Tag mich mit Menschen umgeben kann, die ich lieb haben kann, die mir helfen, 24 Stunden am Tag verliebt zu sein, die mich nicht für sich beanspruchen, die mir nicht mit irgendwelchen Eifersuchtsszenen kommen und weißt du, was das Schönste war? Die Sarah war auch da. Da hatte ich, Sarah war noch so ein bisschen mein einziger Angstfaktor, so, wo ich irgendwie gesagt habe, oh je, nicht, dass ich ihr nicht vertraut hätte, dass ich es nicht schaffe. Ich weiß noch nicht, wie groß die Ablenkung im Moment auf sie Einwirkung hat, dass sie es nicht mitbekommt, aber ich weiß jetzt, dass sie es mitbekommen hat schon auf Seelenebene und vielleicht hier genau durch dieses Video. Sarah, ich liebe dich. Schön, dich zu haben. Boah, Hammer, was für ein Trip, ey, was für eine Reise, die ich da, auf der ich mich befinde. Schön, wow. War das eine Lichter, hast du die Lichterfahrung gehabt, sozusagen? Nein, so wie so. Aber das war das. Na, du warst eins mit allem. Ich bin es immer. Ja, also ich bin es immer noch. Himmel? Der siebte Himmel oder der siebte ja. Bewusstseinszustand. Ich kann einmal zeigen, dass es noch andere Sachen gibt, auf die Dinge sind. Ja. Ja, es war auch meine schönste Erfahrung. Ich kann mich auch. Warum verhalten die sich alle so komisch? Ich verstehe das. Oh, das nimmt immer noch auf hier. Und so. Das nimmt immer noch ja, auf. Ja, ich kann das sehr zu gut sehr nachvollziehen. Leute eingelassen, hier muss ich drauf drücken. Können wir auch noch. Ich meine, bei mir warte mal, pass mal auf. Bei mir ging es ja so weit, dass ich meinen Fußboden geliebt habe. Ja, danach. Ich habe mich in meinen Fußboden verliebt. Nachdem ich die Lichter auf Augen Wahnsinn, hatte. Was man alles machen was kann. Was man alles, also ich hätte niemals so, und gedacht, das ist der Schlüssel. Dass man sich in seinen Fußboden verlieben kann. Ja, und wenn du deinen Fußboden lieben kannst, dann kannst du dir sicher sein, dann kannst du auch alle anderen lieben. Ja, möglich ist alles, ne? Auch wenn es nicht so aussieht.